Herzlich willkommen zur vierten Bound by Flame Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suivo und wir hatten eine neue Stufe und haben den neuen Pyromanten-Skillbaum bekommen. Den gucken wir uns jetzt erstmal an. Wirft einen Feuerball auf das Ziel, Feuerschaden 25, Störfähigkeit 15, okay. Das ist mehr Feuerschaden bei höher Skillen und hier haben wir auch mehr Feuerschaden für die Waffe. Flammenmeister, erzeugt 6 Wächterflammen, erzeugt 4. Achso, das ist ein neuer Skill scheinbar. Schutzflammen gegen Feinde aus Radius, okay. Ich denke aber, dass die Waffe am coolsten war. Deswegen skillen wir die jetzt erstmal. Dauert das Effekt um 5 Sekunden. 5 Sekunden ist eine Menge. Und Zauber wird umgehend gesprochen. Das skillen wir auf jeden Fall als nächstes. Das ist richtig geil. So, leidenschaftlich. Gesammelte Erfahrung plus 20%. Da brauchen wir aber 3 Punkte für. Ich denke, dass das am ehesten als nächstes geskillt werden sollte. Weil mehr EP ist gleich mehr Level. Mehr Level ist gleich mehr Punkte. So, reden wir mal mit der. Kannst du reden? Ja. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Was möchtest du wissen? Iolas ist also dein Vater? Ja, und er ist der Anführer der Roten Weißen. Wie die da steht, ey. Wie praktisch für dich. Du bist so durchschaubar. Papas kleines Mädchen darf machen, was sie will, hm? Mach dich nicht lächerlich. Ich muss mich ständig beweisen. Mehr als jeder andere Weise. Mein Vater behandelt mich nicht besser als andere. Und ich erwarte es auch nicht. Zumindest erklärt das, warum du so aussiehst, als wärst du gerade in der Bibliothek gewesen. Ich vermute, er ermutigt dich? Ja, natürlich. Aber ich bin alt genug, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Wissen fasziniert mich. Und ich vermute, dass es immer so gewesen wäre, egal wer mein Vater ist. Ja, ich muss sagen, ich finde diese Dialoge jetzt nicht... Also die Gespräche sind in Ordnung, aber das ist einfach nicht schön aufgemacht. Kannst du mir mehr von deinem Orden erzählen? Natürlich. Die Roten Weisen sind ein Orden von Gelehrten. Unser Ziel ist es, die Antworten auf die Geheimnisse der Welt zu finden. Und daher kennt ihr euch mit Magie aus? Wir studieren Magie von einem essentiell theoretischen Standpunkt. Essentiell theoretischen Standpunkt. Auch wenn einige von uns Heilmagie praktizieren. Aber wir haben nichts mit destruktiver Magie zu tun, wie die der dunklen Eisfürsten. Und wir wissen sehr wenig über dieses Gebiet. Okay. Ich verstehe. Aber das heißt nicht, dass ihr es nicht erforschen könnt. Offensichtlich. Besonders jetzt kann uns jedes Wissen helfen, den Verlauf des Krieges umzudrehen. Aber nach unserem Archiv zu urteilen, studieren wir Magie schon seit über 500 Jahren. Tatsächlich? Was weißt du über die dunklen Eisfürsten? So viel wie möglich ist, ohne ihnen zu begegnen. Auf eine Art sind sie recht faszinierend, auch wenn der Ausdruck nicht angebracht ist. Perfekt. Wie können wir sie töten? Denkst du, ich würde das für mich behalten, wenn ich es wüsste? Aber ich kann dir sagen, dass wir glauben, es ist möglich. Oh, das ist wir ja wissen, schon. Dass es 7 Fürsten gibt. Bombe. Schwarzer Sturm, Kristallwind, General Winter, die Weiße Dame, der Erfrierer. Der Erfrierer. Und die Eisherzogin. Okay. Jeder weiß das. Sie haben uns oft genug in den Hintern getreten. Sicher. Aber früher gab es mehr von ihnen. Einige Schriftrollen sprechen von 9, von einem Dutzend und sogar von 30 Fürsten. Okay. Natürlich ist es wirr. Und ich glaube nicht, dass sie die Information, wie man sie tötet, freiwillig herausrücken. Aber du kannst davon ausgehen, dass einer von ihnen starb. Wir müssen nur wissen, wie. Alles klar. Woher kommen sie? Viele Leute glauben, dass sie vor kurzem erschienen sind, als der Krieg begann. Aber ich habe Schriftrollen gefunden, die mich glauben lassen, dass sie schon seit über 300 Jahren existieren. Sie kommen ursprünglich aus einer Region im Norden Vertils, wo sie lange blieben. Der Beginn ihrer Eroberungen liegt nicht weit zurück. Alle glauben, dass der Krieg vor 10 Jahren begann. Aber er dauert schon viel länger, vielleicht sogar ein Jahrhundert lang. Okay. Sie brauchten lange, um aus ihrem Ursprungsgebiet zu entkommen. Das Königreich der Zwerge stand ihnen im Weg. Und sie begannen zu kämpfen. Du hattest mich kurz. Tut mir leid, aber Zwerge? Was für die Kinder? Du liegst falsch. Die Zwerge haben existiert. Aber die dunklen Eisfürsten haben sie vernichtet.
Genau. Und ich vermute, dass sie auch die armen Drachen und Goblins massakriert haben. Wahrscheinlich. Du weißt, dass Drachen und Goblins nicht existieren. Du bist unmöglich. Ach, die gibt's nicht. Das verstehe ich nicht. Haben sie eine Schwäche, die wir ausnutzen können? Feuer? Keine, die ich kenne. Jeder einzelne von ihnen ist ein mächtiger Magier. Sie sind weit mächtiger als alle anderen Magier. Sie sind Eisfürsten, sie haben Feuer. Eine unbegrenzte Zahl an Soldaten. Wenn sie eine Schwäche haben, dann nicht diese. Aber trotzdem glaubst du, dass es eine gibt? Das tue ich. Wir glauben immer, dass die dunklen Fürsten eine große verbundene Macht darstellen. Aber das stimmt nicht. Sie hungern nach Macht. Dass sie ihre Kräfte zusammengetan haben, um die Armee der Todwandler zu kontrollieren, bedeutet nicht, dass sie sich gegenseitig mögen. Die Balance ihrer Macht ist heikel. Sobald sie mit Vertil fertig sind, fangen sie bestimmt an, sich gegenseitig umzubringen. Okay. Ja, aber es hilft uns nicht weiter, wenn wir so lange warten, bis sie fertig mit uns sind. Das sehe ich auch so. Vielleicht gibt es einen Weg, die Spannung zwischen ihnen zu beeinflussen. Auch wenn mir im Moment keiner einfällt. Wechseln wir das Thema. Okay. Weißt du, was mit mir im Tempel passiert ist? Ich suche noch immer nach einer Erklärung. Irgendwas muss beim Ritual schiefgegangen sein. Aber was sollte mit dem verdammten Ritual erreicht werden? Die roten Weisen hatten schon immer wenig magische Fähigkeiten. Ich glaube, dass ihre Stärke mit dem Ritual erhöht werden sollte, um einen Weg zu finden, die dunklen Eisfürsten zu bekämpfen. Aber statt in jeden der Weisen pure Energie fließen zu lassen, hat das Ritual eine Wesenheit gerufen, die sich in sie eingenistet hat. Dein Vater hat es als Dämon bezeichnet. Warum hab ich es abbekommen? Das ist eine gute Frage. Ein Dämon? Das erinnert mich an alte Texte. Aber ich kann nicht sagen, ob es das ist. Du hast so gestanden, dass die Energie direkt in dich übergehen konnte. Es hätte vermutlich jeden von uns treffen können. Was eine Quatscherklärung. Das ist einfach toll. Das sehe ich auch so. Ich würde dir sehr gerne helfen. Aber obwohl ich schon alles hier studiert habe, konnte ich bisher nichts finden, das auf ein solches Ereignis hinweist. Aber bevor wir nicht mehr darüber wissen, musst du dagegen ankämpfen. Okay. Erlaubt ihm nicht, es sich gemütlich zu machen. Wir kennen seine Beweggründe nicht oder wie mächtig es ist. Es könnte dir gefährlich werden. Also dann, irgendwelche Ergebnisse durch das Studieren der Sumpfkreaturen? Wie viele Gespräche, ey. Ich würde gerne mehr der Kreaturen in dieser Gegend kennenlernen, aber im Moment... Also dann, irgendwelche Ergebnisse durch das Studieren der Sumpfkreaturen? Das ist dasselbe Quatsch, glaube ich. Nun, ich würde gern... Was kannst du mir über das Weltherz erzählen? Viele Leute in Vertil denken, dass das Weltherz nur ein Mythos ist. Sie aber wohl nicht. Es gibt viele unterschiedliche Ansichten bei den verschiedenen Religionen. Aber die meisten haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Das Weltherz ist dort, wo Leben und Wohlergehen geboren werden. Ich habe den Mist schon gehört. Okay. Wenn wir uns Vertil als lebendes Wesen vorstellen, ist das Weltherz genau das. Das Weltherz. Es hält die Welt am Leben. Es schlägt und Vertil lebt von seiner Energie. Wenn du willst, kann ich dir mehr erzählen. Komm in ein paar Tagen wieder. Ah ja. Wir müssen über dein Verhalten im Kampf reden. Was soll ich tun? Wenn du mehr die kann man also defensiver und offensiver einstellen. Verteidige dich mehr. Du hast recht. Ich werde vorsichtiger. Das finde ich gut, dass man denen befehlen kann, was sie machen sollen. So, das waren jetzt aber auch alle Gespräche. Hat ja gar nicht lange gedauert. Wir gucken mal gerade mal hier. Entlang. Okay, da geht's zum Tempel. Zu dem Tempel. Okay. Oh, hallo. Was bist du für ein Ding? Soll ich mal Feuer anmachen hier? Ah, ich kann wieder gut ausweichen. Yeah, ich habe wieder die Waldläufer-Skill um. Ich bin begeistert. Oh, ganz schön viele irgendwie. Ah, ich bin begeistert von der Skill um. Das Ausweichen gefällt mir gleich 10-mal besser.
ohne Mist. Und die machen aber ganz schön, also die halten ganz schön was aus, muss ich jetzt mal sagen. So. Die hat sich aber gut verteidigt, muss ich mal sagen. Feuerzauber anmachen wieder. Wir hier ein bisschen Damage mal raushauen. So, müssen wir uns auch mal heilen irgendwie. Und wir haben nur noch einen Heiltrank, das ist ein bisschen uncool. Muss den aber trotzdem nehmen. So. Alles klar. Den mal schnell umhauen hier. Stufe 6, sehr geil. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die gleich anmachen, damit wir mehr EP bekommen, falls noch Gegner kommen. Das mal alles aufsammeln hier. Hier liegt jede Menge Zeugs. Gucken wir mal auf die Map. Fürs erste auch. Okay, das Dorf. Da sollen wir also hinkommen irgendwie. Interessant. Wird es auf jeden Fall, wie wir da hinkommen. Ich habe keinen blassen Dunst. Heiltränke, können wir die craften? Okay, verderbtes Blut können wir einen herstellen. Okay, interessant. Was haben wir hier noch? Komponenten, okay. Also wir konnten einen Heiltrank machen, ich bin begeistert. Waldläufer. Was haben wir hier? Fähigkeit nicht gemeistert. Das ist dieser Dreiecksangriff, das ist der Vierecksangriff. Okay, Chance für kritischen Treffer mit Dolchen. Das klingt doch sehr geil, würde ich sagen. Nötig Klingenregen Stufe 2. Achso, das haben wir noch nicht weiter geskillt, deswegen geht es da aktuell nicht weiter. So, hier haben wir alle Punkte weg, hier haben wir alle Punkte weg. Das war's dann erstmal wieder, denke ich. Okay, dann rennen wir mal ein bisschen weiter hier. Das Spiel soll ja ungefähr eine Spielzeit von 20 Stunden haben, wer sich jetzt fragt, wie lange dieses Spiel eigentlich geht. Befehle geben, deine Pferde können dir helfen. Denke daran, ihn, ihre oder seine Einstellung und seinen Kampf wieder anzupassen. Das haben wir ja schon gemacht. So, die macht auch ein bisschen Damage, das ist ganz cool. Ich mag das, wenn man Begleiter hat, die auch ein bisschen schlau agieren, sage ich jetzt mal. Das ist ganz cool. Durch die Materialien, die wir mitnehmen, können wir ja dann auch wieder Heiltränke und sowas basteln. Das ist ganz interessant. Ist auf jeden Fall cool gelöst, würde ich sagen. Hinunterklettern könnten wir auch. Ich weiß aktuell nicht so richtig, wo wir rum müssen. Da liegt was rum. Wir müssen aber wohl erstmal kämpfen. Eieieiei. Was geht denn hier ab? Die greifen ganz schön schnell an, muss ich sagen. Machen wir mal anders. Zaubern wir mal tot, das Scheißding. Macht nämlich ein bisschen Aua, da habe ich nicht so Bock drauf. So, das sammeln wir mal ein. Da drüben geht es ja irgendwie weiter. Wie wir da hinkommen, weiß ich nur noch nicht. Die heilt uns, glaube ich, auch. Das ist cool. Gehen wir erstmal. Da geht es auch nach unten. Irgendwie gehen wir hier entlang fürs Erste. Gucken uns hier auch nochmal um. Ob hier irgendwas Cooles ist. Ach ja. Das ist eigentlich nicht seine Art. Vermute, er hat jetzt übertrieben. Nein. Ich meine, nicht besonders. Gut, dass die auch Gespräche so nebenbei haben. Das erinnert mich alles so ein bisschen an Dragon's Dogma auch. Ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe so das Gefühl, dass sie aus 100.000 Spielen alles Gute weggeklaut haben. Tarnmodus, den gibt es ja auch noch, ich erinnere mich. Du Scheißviech, ey, ganz ehrlich. Der eine sieht auch ein bisschen dicker aus als die andere, muss ich jetzt mal sagen. Mal wieder Feuermagie anmachen hier. Irgendwie mal ein bisschen Damage hier auch mal machen.
Schweinepriester. Ich sehe das schon. Die blockt aber echt gut, das muss man mal so sagen. Ist ein super Tank. Und da haben wir auch schon einen Level-Up, nur zur Warnung. Schon eine Silber-Trophäe, ist ja auch krass. Okay. Sie heilt uns auch gut, das ist, ich finde die geil. Die muss halt immer da sein. So, gucken wir mal. Skillpunkt technisch. Leichtläufer weiter skillen. Hier bitte. Danke. Haben wir noch einen Punkt? Haben wir. Also es geht ein bisschen schnell mit dem Skillen, habe ich das Gefühl. Aber das soll uns ja jetzt auch nicht unbedingt davon abhalten. Hier kann man überall runterklettern. Das will ich aber gar nicht so richtig. Ich will hier ganz gerne auf dem Weg mal bleiben. Für den Anfang. Hier speichert er auch. Interessant. Hier liegt was. Nehmen wir natürlich mit. Wer zuerst kommt, okay. Ach du Fuck, was ist das denn? Zaubern wir mal eine Runde, würde ich sagen. Nicht genügend Magie, das ist nicht so geil. Irgendwie ein bisschen kacke hier. Das wird so nix, glaube ich. Eieiei. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Muss er mal wieder zaubern. Zack. Okay, geschafft. Weil die sind kacke, die Viecher. Ohne Magie. Okay. Ich glaube, die haben uns schon entdeckt, irgendwas. Ich weiß nicht genau was, aber okay, da kommt einer, glaube ich. Weil im Tarnmodus kann ich nicht gehen. Oh, doch, ich bin im Tarnmodus. Okay, das ging aber schnell wieder raus. Naja gut, was soll's. Hol die mal. So, die haben mal einen Fernkampfangriff, das ist nicht so geil. Muss ich gestehen. Da gehe ich doch lieber in den Midi gegen die. Oh, irgendwie sind wir tot umgefallen. What the fuck? Also manchmal geht's ganz schön schnell, muss ich sagen. Kacke, kacke, kacke. Wo sind wir denn? Jetzt sind wir hier wieder bei den Kackdingern scheinbar. Ah, das mit vorbeizaubern kann man auch, also. Hab verstanden. Zauber den mal tot, bitte. Den haben wir tot. Bisschen kacke. Hat das jetzt gemacht? Sieht so aus, als ob sie das jetzt machen würde. Okay. Sieht gut aus. So habe ich mir das vorgestellt. Und die macht auch gut Damage, muss ich mal sagen. Das gefällt mir. So, das geht doch. Perfekt, danke. Müssen wir mal gucken, dass wir den Befehl auch wieder in Verteidigen umändern. So, ein bisschen rumstealthen. Ich glaube, er hat uns aber gesehen, das ist nicht so geil. Stirb, du Kackviech. Vor allem, weil der von hinten dann auch immer noch die scheiß Dinger kommen. Könnte ich reiern, ey. So, einen haben wir. Den da als nächstes. Komm, komm, komm. Ein bisschen Feuerzauber drauf machen. Oh, 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 oh. Ja, bringt uns nichts. Wir haben nur einen Zauber, der ein Heilteil. Das ist ein bisschen kacke. Eieieiei. Das ist ein bisschen schwierig da. Weil es so verdammt viele einfach sind. Den ersten machen wir mal tot. Da warten wir jetzt, bis sie den Tod zaubert. Denke ich. Kann die ruhig mal machen. Ich will jetzt an dem Punkt da wenigstens noch weiterkommen, bevor wir hier aufhören.
Sind zwar jetzt schon bei 20 Minuten, aber nicht so ganz meine Art, dann da so einen blöden Cut zu machen. Irgendwie, muss ich sagen. Ich denke, den Tarnmodus müssen wir vielleicht auch irgendwann mal noch ein bisschen skillen. Dass wir hier nicht gleich entdeckt werden dann immer. Ist auch ein bisschen uncool. Sonst, okay, er hat uns schon. Der Schweinepriester. Nicht genügend Magie. Wichser, ey. Fuck you, ey. Geht denn ab hier? Ja, ich weiß dir aus, Mann. Ich kann das schon. Ab und zu machen. Wichser dann von da hinten auch jedes Mal noch. Oh oh. Da lasse ich mich mal am besten gar nicht drauf ein. Ach du Fuck. Wo sind die da auch noch? Ist meine Begleiterin tot oder was ist hier los? Macht die? Wo ist die? Kann die sterben? Da liegt sie auf jeden Fall. Mehr Zauber habe ich schon wieder nicht mehr. Komm, komm, komm. Das war ganz ordentlich. Da kommt der nächste. Ach du Fuck. Den einen Heiltrank irgendwie nehmen, sonst wird das hier nichts. Oh man, holy shit. Na komm her. Komm, komm, komm. Wegschnitzel. Boah, der hinten mich totschießt, ey. Das ist ja nicht so geil. So, weg erstmal. Okay, nächster. Das war gut. Komm, komm, komm. Und ausgewichen. Perfekt. Geht doch was. Das war gut. Sehr gut. Wir haben es geschafft, glaube ich. Den Kampf zumindest hier. Was ist mit der denn? Mit der alten hier? Könnte ruhig mal wieder aufstehen. Wir haben doch irgendwie auch so HP-Dinge, so Mana-Tränke. Ohne die geht's jetzt hier eh nicht. Zack. Also sie steht wieder auf. Yeah, Gott sei Dank, sie steht also wieder auf. Damit bin ich schon mal etwas beruhigt, muss ich sagen. Okay, dann sammeln wir hier mal Sachen ein. Die sollen uns ruhig heilen. Sehr gut, sehr gut. War schon ein kleines bisschen in Sorge, muss ich sagen. Dass sie vielleicht nicht wieder aufstehen würde. Knochen und Mist bekommen. Hier geht's irgendwie in den Sumpf, okay. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt will. Gehen jetzt mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen da das nächste Mal einfach mal rein. Wir machen aber erstmal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann.